Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal 2017-18 gegen die TuS Koblenz im Stadion Zwickau am Freitagabend. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und unseren Stürmer Lukas Röser. Uwe, zu Beginn an dich die Frage: Zwischen dem Pauli-Spiel am Montagabend und dem Spiel am Freitagabend gegen Koblenz sind nur wenige Tage Luft und Zeit dazwischen. Wie sieht es mit den angeschlagenen und verletzten Spielern aus und auf wen musst du am Freitagabend aller Voraussicht nach in Zwickau verzichten? Ja, ein paar Tage Zeit, die zumindest reichen, um zu regenerieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Von Montag auf Freitag dürfte das kein großes Problem sein. Ja, die Verletzten, die morgen dann definitiv nicht zur Verfügung stehen, sind nach wie vor Testrot, Löwe und Hauptmann. Beim Eero Markkanen sieht so aus, dass er heute Morgen den ersten Lauf absolviert hat, dass es ihm soweit besser geht und dass er morgen dann auch wieder zur Mannschaft stoßen wird, morgen früh zum Vormittagstraining. Deine Mannschaft trifft auf einen Viertligisten mit der TuS Koblenz. Ein Duell zwischen Viert- und Zweitligisten birgt für den Favoriten immer ein gewisses Risiko. Wie stellst du deine Mannschaft auf den Gegner ein und was erwartest du von Koblenz? Na, ich habe schon gegen Patrick Sander habe ich schon eine Pokalbegegnung gehabt mit Rot-Weiß Essen und Union Berlin. Ich weiß, dass er seine Mannschaften sehr, sehr gut auf den Gegner einstellen kann und auch wird. Die Gefahr liegt natürlich immer im Unterschätzen des Gegners und vielleicht noch als zusätzliches Gefahrenpotenzial kein wirkliches Heimspiel für Koblenz, sondern ich denke, dass die Mehrzahl von Dresdner Seite als Zuschauer dort sein werden. Ja, das zu unterschätzen wäre der größte Fehler und das ist natürlich immer wieder die Aufgabe eines Trainers, die Mannschaft davor zu warnen, sie so zu stimulieren, dass sie 100% auf den Platz bringt. Und wenn wir das schaffen, sind wir natürlich klarer Favorit und dann werden wir auch in die zweite Runde einziehen. Wenn nicht, kann es schwer werden. Uwe, danke dir für den Moment. Lukas, ihr trefft auf einen Viertligisten, der einen Punkt nach drei Spielen hat. Warum werdet ihr die Koblenzer dennoch am Freitagabend in Zwickau nicht unterschätzen? Wir haben uns gut vorbereitet auf den Gegner. Wir haben mit der Videoanalyse schon die Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Ich denke, wir wissen alle, dass für uns, für die Mannschaft und auch für den Verein das erste Spiel wichtig ist im DFB-Pokal. Wir wollen natürlich weiterkommen. Den Gegner zu unterschätzen, wie der Trainer schon gesagt hat, ist da natürlich ein Riesenfehler. Ich persönlich freue mich riesig auf das erste DFB-Pokalspiel. Für mich ist es gleichzeitig auch mein erstes überhaupt. Ich denke, ich werde heiß sein, die Mannschaft wird heiß sein und wir wollen alles abrufen. In der vergangenen Saison hast du 14 Tore für die SG Sonnenhof Groß-Asbach erzielt, bist als drittbester Torjäger der dritten Liga nach Dresden gekommen und hast jetzt nach zwei Spielen bereits zwei Tore erzielt. Wie erklärst du dir deinen guten Start nach der schweren Verletzung von Paco hier in Dresden? Ja, klar, letztes Jahr ist relativ gut gelaufen für mich. Hier ging es dann auch relativ gut los. Ich muss sagen, hier wurde ich komplett super aufgenommen, wurde direkt integriert vom Trainerteam, vom ganzen Verein, von den Spielern. Das hat alles gepasst. Das vereinfacht natürlich einem Spieler einiges. Und ja, dass es dann so jetzt in den ersten zwei Spielen für mich lief, freut mich natürlich. Uns auch. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Mit der Bitte das Mikrofon in die Hand zu dem Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten, hat das Mikro schon in der Hand, schaltet es ein und stellt die erste Frage. Sehr bekannt, der TuS Koblenz. Als Sie mal auf die Kaderaufstellung geschaut haben, ist Ihnen da irgendein bekannter Name vorgekommen? Also mir nicht? Nee, also mir auch nicht so wirklich.
kann ich nicht sagen, dass mir einer schon irgendwie über den Weg gelaufen ist oder dass er mal irgendwo ganz dritte Liga, zweite Liga gespielt hat, kann ich nicht sagen. Aber sie haben schon gute Spieler dabei, also das ist außer Frage. Wir haben sie ja jetzt auch reichlich beobachtet, so intensiv wie jeden anderen Gegner aus der zweiten Liga auch. Und sie haben schon ihre Stärken. Wer hat die nächste Frage? Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Neuhaus, Sie haben eingangs gesagt, dass Niklas Hauptner noch zu den Verletzten zählt. Er hat ja gestern mit der Mannschaft trainiert. Warum ist er für Freitag noch keine Option? Jetzt müsste ich genau nachgucken, um sagen zu können, wie lange er ausgefallen ist. Aber das ist schon eine ganze Weile. Er hat noch kein komplettes Mannschaftstraining mitgemacht. Wir haben ja gestern dann auch die Torschüsse nicht mitmachen lassen. Vielleicht ist es für Samstag, weil da geht es nicht so um die Wurst. Und dann kann man ihn auch mal, je nachdem wie es geht, ein paar Minuten spielen lassen. Aber jetzt um Pokalpunkte oder Pokalprämien und ums Weiterkommen, soweit ist er definitiv noch nicht. Nächste Frage. Daniel Klein hat noch eine, danach der Schlegel. Sie hatten am Montagabend angekündigt, dass Sie mit Alias Rausmann ein Gespräch führen wollen. Was dabei rausgekommen? Gibt es eine Strafe? Wenn ja, in welcher Form? Ja, wir haben gesprochen, ganz normal. Er hatte mich am frühen Dienstagmorgen auch schon kontaktiert. Dann haben wir aber erst nachmittags gesprochen, haben dann mittwochs hier nochmal zusammengesessen. Ist alles erledigt. Tim Schlegel. Markonen, haben Sie gesagt, wird morgen früh wieder das Training einsteigen? Fährt er dann auch mit der Mannschaft? Oder sagen Sie auch, das ist jetzt eigentlich noch ein bisschen zu früh für die Erneuerung? Den Samstag, genau wie beim anderen Neuzugang? Über die genaue Kaderbesetzung werde ich mir natürlich heute Nachmittag Gedanken machen, weil ich erst noch einige Informationen brauchte. Wie sieht es mit Hatice Wade aus? Markan ist überhaupt wieder gesund, dass er sich bewegen kann. Ist natürlich dann auch positionsabhängig und da wir nicht so sehr viele Stoßstürmer im Kader haben, denke ich schon, dass ich ihn mit dazu nehmen werde. Ich mache mir heute Nachmittag wirklich in Ruhe Gedanken. Ich kann es jetzt wirklich noch nicht beantworten. Okay, also es ist zumindest bei allen dreien, auch bei Hardy, wenn ich das verstehe, nicht ausgeschlossen, dass ich morgen dabei bin. Genau. Wie geht es seiner Wahl? Ja, er merkt es noch ein kleines bisschen, aber eher so wie Muskelkater. Ist jetzt kein Krampf mehr oder gar ein Stich, dass man irgendwo muskulär irgendwas befürchten muss. Muss ich mir auch in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, wie hoch das Risiko ist und ob wir es in Kauf nehmen wollen. Nächste Frage, Tom Jakob, am besten ohne Mikrofon, da die Batterie leer ist. Herr Neuhaus, Sie haben in der Vorbereitung auch mal eine andere Formation spielen lassen. Wäre das denn für morgen eine mögliche Option, die Formation mal zu tauschen im Gegensatz zu den ersten zwei Ligaspielen? Oder wissen Sie das auch noch nicht? Wird das auch heute Nachmittag erst bei Ihnen? Nein, das ist relativ klar und einfach beantwortet. So wie wir es spielen und zu dem Zweck, dem es dienen soll, passt es für morgen überhaupt nicht. Also es ist schon etwas defensiver dann auch ausgerichtet und ich glaube nicht, dass wir morgen uns defensiver ausrichten müssen. Tim Schlegel. Dazu aber nochmal eine Nachfrage. Es gibt Trainer, die sagen, okay, Pokalspiel, da kriegen mal die Ersatztorhüter eine Chance. Ist das bei Ihnen angedacht oder sagen Sie, das ist mir zu heiß, da geht um zu viel Geld? Nee, über alle Dinge mache ich mir Gedanken. Auch ich habe schon vor, wahrscheinlich den einen oder anderen Wechsel durchzuführen. Jetzt muss ich wirklich ein Gleichgewicht finden, dass es da nicht zu viel sind, dass die Harmonie in der Mannschaft passt, dass nicht zu viele Spieler dabei sind, die noch keine oder wenig Spielpraxis haben, sodass ich schon relativ früh vielleicht drei Wechsel machen müssen. Das sind also komplexe Fragen, die da auf mich zukommen und aufgrund der Kürze der Zeit jetzt auch mit dem Training und heute den einigen Personalentscheidungen habe ich jetzt nach dem Training noch keine Zeit gehabt, das zu Ende zu denken. Tom Jakob. Dann Frage an Lukas Röser. Du hast in deiner Zeit bei Hoffenheim und bei Mainz, bei jeweils der zweiten Mannschaft, auch schon öfters gegen Koblenz gespielt. Ist natürlich schon ein paar Jahre jetzt her. Wie kennst du noch die Koblenzer oder wie geht jetzt, ist das jetzt das erste Pokalspiel, wie eine andere Herangehensweise für dich? Ist das
den komplett neu? Ja, grundsätzlich kenne ich die Koblenzer schon noch. Ich kenne auch ein paar Spieler aus dem Kader, gegen die ich schon gespielt habe. Die waren da zwar, glaube ich, noch bei anderen Vereinen. Trotzdem hatte ich oder weiß ich, dass Koblenz immer kein einfacher Gegner war. Sie arbeiten auf jeden Fall mit allen Mitteln, die sie haben, werden natürlich alles reinhauen. Aber wie schon gesagt, wir haben uns gut darauf vorbereitet. Wir wollen den Gegner nicht unterschätzen und unser Spiel durchziehen. Du hast letztes Jahr schon in Zwickau gespielt. Wie ging es aus? Wie dich persönlich mit den Groß-Asfahrern beim FSV? In Zwickau haben wir gewonnen. Nee, da habe ich dem Röttger vorbereitet. Das weiß ich noch. Tim? An beide nochmal die Frage: Geht man mit einer speziellen Herangehensweise an so ein Spiel ran, was in Koblenz stattfinden soll, aber in Zwickau stattfindet? Spielt das eine Rolle für dich als Spieler, für euch als Mannschaft? Und spielt das eine Rolle für den Trainer in der Vorbereitung? Oder sind die äußeren Umstände dann eigentlich eher sekundär, weil er die 90 Minuten eher auf dem Grünrasen spielt? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich denke, ich bin auf jeden Fall froh, oder wir sind, denke ich, auch als Team froh, dass wir hier eine Unterstützung erfahren werden wieder. Wir sind auch, oder ich bin froh, dass wir natürlich nicht so eine weite Fahrt hinter uns legen müssen. Es kommt uns entgegen. Ich denke, das nehmen wir als Team auf jeden Fall gerne an. Nein, der Fakt, dass das Spiel in Zwickau stattfindet, ich finde auch, der größte Vorteil ist, nicht die lange Reise antreten zu müssen. Und alles andere bleibt gleich. Weitere Fragen? Tim nochmal. Geht ja auch relativ viel Geld. Davon will er dann in der Regel dann auch mal die Mannschaft partizipieren. Gibt es eine Siegprämie dafür? Wurde die vielleicht speziell ausgehandelt? Hat die jeder Spieler im Vertrag? Wie ist da... Vielleicht auch noch ein paar Namen dazu. Ja. Ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass sich die Mannschaft natürlich mit dem Ralf zusammengesessen hat. Ich weiß aber weder, was da rausgekommen ist, noch ob sie sich überhaupt geeinigt haben. Davon gehe ich natürlich aus und ich gehe auch davon aus, dass es für beide Seiten zufriedenstellend sein wird. Noch eine Frage zum Ablauf morgen. Also hier wird übernachtet und morgen geht es Verpflichtung Zwickau oder heute Abend noch? Nein, morgen früh Training um 9:30 und dann werden wir zum Mittagessen in Zwickau sein im Hotel und dann bleibt noch ein kleines bisschen Zeit, um sich zu entspannen, vielleicht ein Auge zuzumachen und dann geht's schon los. Weitere Fragen? Jürgen, Lukas, hast du in der Vorhand mal einen Elfmeter geschossen? Oder stand das gar nicht auf dem Programm? Habe ich jetzt persönlich nicht geübt, nein. Und die Kollegen? Okay. Haben wir vor RB auch nicht gemacht. Noch eine Nachfrage, Tim? Oder alle Kleinen beseitigt? Noch Fragen offen? Alles geklärt, gut. Dann von mir die Informationen zum Spiel. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen am Freitagabend. Die Stadiontore öffnen um 17.30 Uhr. Mehr als 4.000 Dynamo-Fans werden unsere Mannschaft im Stadion Zwickau unterstützen. Die Tageskassen öffnen ab 17.30 Uhr. Dynamo-Fans wurde der Heimbereich zugewiesen. Der Gästebereich ist den Fans aus Koblenz vorbehalten. Schiedsrichter der Partie ist Markus Schmidt, 43 Jahre alt, aus Stuttgart. Bundesliga-Schiedsrichter seit 2003 und hat da schon 145 Spiele geleitet, also ein erfahrener Mann. Die Bilanz vor diesem Spiel ist tatsächlich positiv. 11 Spiele, 6 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Zuletzt am 30. April 2016 beim 1:1 im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge. Auch unsere beiden
jahrgangsältesten Mannschaften im Nachwuchs, die U19 und U17, starten in die neue Saison, was die Liga betrifft. Die U19 hat ja am vergangenen Wochenende schon Bayern 04 Leverkusen mit 3:2 im DFB-Pokal geschlagen. Die U19 von Matthias Lust spielt auswärts Samstag 11 Uhr bei Eintracht Braunschweig zum Start in die A-Union-Bundesliga und die U17 von Christian Fjell spielt auswärts Samstag 11 Uhr beim Hamburger SV in der B-Union-Bundesliga. Die U16 und U15 befindet sich noch in der Sommerpause. Gute Anreise nach Zwickau. Bis dahin. Tschüss.